Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Video-Workshop-Reihe zum Thema Hybrid-Rudiments. Dieses Video ist begleitend zum Heft 03 2015 der Drumheads, die Jubiläumsausgabe. Und heute habe ich euch zwei schöne Rudiments rausgesucht. Zum einen ist es der Shirley Murphy und zum anderen der Flam 5. Und beginnen werden wir mit dem Shirley Murphy. Der Shirley Murphy ist ein ternäres Rudiment, also triolisch, und wird in der Regel in 16er Triolen gespielt. Als Basis des Shirley Murphys haben wir ein 3-Stroke-Pattern, 3 Schläge rechts, 3 Schläge links. Jetzt brechen wir dieses Pattern auf, also schieben sozusagen die 3 rechts und die 3 links auseinander. Setzen vor die 3 rechts noch 3 weitere Schläge, und zwar folgendes Sticking: rechts, links, links, danach kommen die 3 rechts, 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 rechts. Dann wechselt der Handsatz, ähnlich wie bei einem Paradiddle, links, rechts, rechts, also wieder 3 Schläge dazwischen, und dann unsere 3 Linksschläge, links, links, links. Startet auch hier erstmal langsam und macht euch mit dem Sticking wirklich gut vertraut. Wenn das dann rund läuft, könnt ihr natürlich hier das Tempo nach Belieben steigern, aber nie auf Kosten der Sauberkeit. Keine Akzente setzen, weil hier haben wir jetzt wirklich keine Akzente drin. Und achte darauf, dass die Übergänge schön gleichmäßig kommen. Vor allem die 3 Schläge, die sind für manch einen wahrscheinlich noch so ein bisschen ein Hindernis. Doppelschläge sollten bei den meisten gut laufen, aber 3 Schläge ist sehr ungewohnt. Und da wirklich darauf achten, dass ihr im schnellen Tempo saubere Fingerstrokes spielt und schön mit den Bounces arbeitet. Und dann, wie gesagt, das Tempo nach und nach steigern und vor allem Geduld mitbringen. Im nun folgenden habe ich euch eine kleine Workout-Routine zusammengestellt, bestehend aus 4 Takten im 4/4. Im ersten Takt 1/8 Single Strokes, im zweiten Takt unser 3-Stroke-Pattern, 16er triolisch gespielt. Im dritten Takt wieder 1/8 Single Strokes und im vierten Takt unser Shirley Murphy Rudiment, auch in 16er Triolen gespielt. Der Flam 5 ist eine Variation eines traditionellen 5-Stroke-Rolls, ergänzt um einen Flam. Vom Sticking haben wir dann folgendes: Flam rechts, rechts, links, links, rechts oder Flam links, links, rechts, rechts, links. Der 5-Stroke-Roll, 5 Schläge, rechts, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links und da vor den Flam dann gesetzt. Dieses Rudiment kann man sowohl ternär als auch binär anwenden. Im Folgenden erstmal das Beispiel für den ternären Bereich. Wir haben eine zweitaktige Übung im 4/4, im ersten Takt 1/8-Triolen, gleichmäßige 1/8-Triolen, Singles gespielt und im zweiten Takt dann unseren Flam 5. Für den binären Bereich habe ich euch eine ähnliche Übung zusammengebaut, und zwar auch wieder 2 Takte im 4/4. Im ersten Takt straighte, binäre Achtel, ohne Akzente, ohne was, und im zweiten Takt dann unseren Flam 5, auch binär gespielt.
Die letzte Übung der heutigen Ausgabe ist eine Workout-Routine für unseren Phlegm 5 im ternären Bereich. Das begleitende Notenmaterial findet ihr im aktuellen Heft der Drumheads. Für alle die, die das Heft jetzt nicht vorliegen haben, erkläre ich es nochmal ganz kurz. Es ist eine dreitaktige Übung im Vierviertel, triolisch gespielt. Im ersten Takt haben wir folgendes. Achteltriolen mit einem Akzent auf den Vierteln und einem Phlegm davor. Im zweiten Takt ein Rudiment, was ihr aus den alten Ausgaben schon kennt, nämlich unser Cheese Sticking. Und im dritten Takt dann unseren heute vorgestellten Phlegm 5 triolisch gespielt. Zusammengebaut klingt das so. Mit der Übung möchte ich mich von euch verabschieden für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik gerne Mail an mail@danielschild.com. Schaut mal auf der Drumheads-Webseite vorbei, www.drumheads.de. Natürlich auch gerne mal auf meiner, www.danielschild.com. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Der nächste Workshop steht schon in den Startlöchern und ihr findet den dann auch wieder hier auf der Drumheads-Seite bzw. auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin viel Spaß beim Üben und haut rein!